ich beiße auch gerne auf was rum. An manchem Thema beißt man sich auch die Zähne aus. Ach was? Die Menschenrechtslage in China hängt zum Beispiel am Seitenstraßen und Fahrten. Die chinesische Regierung soll mehr als 1 Million Menschen in Lager eingesperrt haben. Die meisten von ihnen gehören der muslimischen Minderheit der Uiguren an. Aufgedeckte Dokumente sagen, dass die meisten Opfer ohne Gerichtsverfahren zur süßsauren Umerziehung in den Einrichtungen ein Jahr lang festgehalten werden. Aber die anderen Bürger wurden doch auch eingesperrt, wenn im Wohnblock irgendwo eine Fledermaus Corona hatte. In den Ausbildungslagern sollen sie ihre Religion abschwören und stattdessen die Ideologie der Kommunistischen Partei Chinas übernehmen. Stell dir mal vor, wir würden alle so werden müssen wie Olaf Scholz. Das Land würde einschlafen. Sie dienen aber auch als billige Arbeitskräfte. Und sie werden misshandelt, wenn man den zahlreichen Stimmen glauben darf, die dort in Lager waren. Das gesellige Zusammensein der Kollegen nach Feierabend ist ein Muss und fast schon Bestandteil der Arbeit. Wie gut, dass diese Menschen auch in den Lagern wohnen. So berichten ehemalige Insassinnen der Lager übereinstimmend von wiederholten, brutalen und systematischen Vergewaltigungen. Außerdem auch von Zwangssterilisationen. Die Frauen können also nie wieder Kinder bekommen, weil das die chinesische Regierung so will. Allen wurden die Köpfe rasiert. Wenn die alle die gleiche Frisur haben, sehen die Chinesen ja jetzt alle gleich aus. Die Inhaftierten sind den Sicherheitskräften schutzlos ausgeliefert. Ungefähr wie eine Schweinshaxe, wenn Markus Söder sie vor sich hat. Kriegen die dann auch solche Tätowierungen? Also in Deutschland bezahlt man ja viel Geld dafür, chinesische Schriftzeichen als Tattoo zu bekommen. Die Sicherheitskräfte in den Lagern treten die Menschen in ihre 8 Kostbarkeiten, schlagen, bespucken und beleidigen die Inhaftierten völlig willkürlich. Das ist nicht das DSDS, was ich von Dieter Bohlen kannte. Die Rechte werden quasi mit Stäbchen getreten. Menschen werden massenweise aus ihren Wohnorten weggebracht in die Lager, die von der Außenwelt abgeschirmt sind. Die haben sich das Problem mit den hohen Mieten erspart. Die Ortszeit in Peking ist unserer Zeit 7 Stunden voraus, dafür die Menschenrechte aber 80 Jahre hintendran. Nicht jeder Chinese ist eben ein Glückskeks. Sie hätten ständige Angst, heißt es, würden kaum ernährt und seien von Krankheiten körperlich und seelisch stark geschwächt. All das wird immer wieder von Menschen berichtet, die für immer aus dem Land der untergehenden Menschenrechte geflohen sind, da sie nicht mehr dorthin zurückkehren können, nachdem sie solche Infos öffentlich gemacht haben. Zur chinesischen Kultur gehört es, seine Mitmenschen nicht durch Kritik bloßstellen zu lassen. China dementiert das alles und spricht von Ausbildungszentren. Sinnvoll und ganz bestimmt gut gemeint. Schließlich gibt es in China einen harten Wettkampf um eine gute Ausbildung und begehrte Jobs. Die westlichen Regierungen wissen doch davon. Aber China ist der wichtigste Handelspartner für uns. So ist es. Bei Geld hört die Menschenwürde nun mal auf. Viele unserer Produkte werden dort produziert, vom T-Shirt über die Tasse und die künstliche Pflanze. Selbst bei Markus Bart bin ich mir nicht sicher, woher er gestammt. Was? Chinesen legen viel Wert auf Pünktlichkeit. Sie sind also natürliche Partner der Deutschen. Menschen werden in China inhaftiert und gequält, weil sie zu einer anderen Religion gehören. Und der Staat braucht billige Arbeiter, die keine Rechte einfordern können. Mich erinnert das ans Dritte Reich, Sie nicht? Wir dürfen aber nicht so laut darüber sprechen, denn wir sind von China abhängig. Mehrere westliche Staaten, darunter auch die USA, haben die Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen die Uigurinnen und Uiguren als Völkermord eingestuft. Wenn nicht jetzt, wann dann? Dann hätten wir das geklärt und können wieder wegschauen. Da braucht es dann wieder einen Olaf Scholz. Einfach alles vergessen, was man gehört hat. In China hat man jetzt das Jahr des Hasen. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Vorsicht, nicht, dass Ihnen das Lachen noch im Halse stecken bleibt. Aber wir haben doch vor nichts gewusst.